Ja, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Until Dawn. Sam ist dran. Eigentlich wollte ich gerade im Bad einlassen, aber nachdem es kein heißes Wasser gibt, ich würde ihr das auch nicht wünschen wollen. Also ganz ehrlich, okay. Josh brauchte Hilfe. Josh heißt der gute Herr. Josh braucht Hilfe wohl beim Anzünden des Feuers. Aber wo ist er? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, Sam. Ich weiß nur eins, pass auf dich auf. So, okay. Er braucht Hilfe beim Anzünden des Feuers. Ich vermute es einfach mal, dass er vielleicht den Kamin im Erdgeschoss meint. Ich weiß es nicht. Okay, hier geht's nicht lang. Das Haus ist ziemlich düster, also Josh hätte wohl irgendwie jetzt auch mal im Laufe der letzten Stunden, die er hier wahrscheinlich tätig war, ruhig mal kurz irgendwie Licht anmachen können, ne? Es wäre jetzt echt nicht zu viel verlangt gewesen. Wer ist das? Josh, habe ich gehört. Wir vertrauen auf dich. Ja, absolut. Wuhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Mit wem redet er da? Aber gut, wir sind okay. Schon mal richtig. Bester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay. Na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Oh nein. Was für ein Hexenbrett? Kein Ouija-Brett, bitte nicht. Toll, oder? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarschung. Okay. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service. Findest du nicht? Ja. Vollkommen richtig. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Die wollen wirklich mit dem Ouija-Brett hier rum experimentieren. Prima. Okay, dann los. Cool, ihr werdet es nicht bereuen. Abwarten. Na, Lust mich zu begleiten. Ja, zwangsläufig werde ich das wohl machen müssen, ne? Wenn Sam mit warmem Wasser baden will, warum nicht? Okay, so. Aber Josh, echt ein ganz schlechter Service hier. Wir sind jetzt auch schon seit ein paar Episoden hier bei dir vor Ort. Und bislang hast du es noch nicht mal geschafft, hier irgendwie Licht zu machen. Was sind das für ein Service? Ganz, ganz schlecht. So geht man, glaube ich, nicht mit alten Freunden um. Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Ja. Schmeichelnd? Spöttisch. Was nehmen wir denn? Die sind süß zusammen. Warum denn nicht? Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein, irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Das kann natürlich sein, ja. So, ein Status-Update gab es. Ich vermute mal, dass gerade unser Verhältnis zu Josh ein bisschen gestiegen ist. So, Ehrlichkeit. Wir sind jetzt deutlich romantischer eingestellt, als es vorher der Fall war. Und auch neugierig. Also irgendwie scheint ihr Josh schon zu gefallen, vermute ich mal. Alles klar. Josh, ich mache mich auf den Weg. Weißt du, Sam? Ja, Josh? Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Seltsam zurück zu sein? Oder wir sind für dich da? Wir sind für dich da, natürlich. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Ja, das wird sich zeigen, wie du Spaß definierst und was hier noch so alles abgeht. Was ist das für eine riesige Lounge? Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Okay. Ey, was für ein riesiges Anwesen, ne? Also,
Die Familie Washington, die muss echt Kohle gehabt haben. Das Haus selber ist schon unfassbar groß und jetzt noch komplett unterkellert. Der Hammer. So, Josh, wo bist du hin? Ich... Da. Okay. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Irgendwie nachvollziehbar. Definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. So, jetzt sehen wir mal den Kasten hier im Betrieb. Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Ich kann nur hoffen, dass dieser... Achso, nicht bewegen. Halt mal die Lampe still. Ja, entschuldige, Josh, ich muss mir das nur dran gewöhnen. Okay, nicht bewegen, ja? Ich halte den Controller gerade. So, sehr schön, jawohl. Mein Herzschlag wird schneller, ich merke das schon. Aber das wird. Josh, komm, beeil dich ein bisschen. Nicht schlecht. Danke. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. So, was soll ich machen? Ich soll anscheinend, ja. Okay. Der Generator ist an. Das war's wohl nicht gewesen. Schon okay. Jetzt versuch's nochmal. Alles klar. Ganz ruhig. Ist nicht so schwer. Drück einfach den Knopf, sobald das Licht angeht. Okay. Ich krieg das jetzt hin. Alles klar. Jetzt hab selbst ich es verstanden. Ich soll auf das Licht warten. Warten jetzt. Na, siehst du, geht doch. Das passt doch super. Okay. Gut gemacht, Sam. High five. Yeah. Alles klar. Boiler ist an. Für heißes Wasser ist gesorgt. Und wir haben hier gerade einen Butterfly-Effekt freigeschaltet. Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach, Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Ja, was machen wir denn? Protestieren oder einen Streich? Komm, wir spielen einen Streich, warum nicht? Oh mein Gott. Nicht bewegen. Was? Hinter dir ist etwas. Ja, klar. Drauf beharren, natürlich. Josh. Ohne Scheiß jetzt. Da hinten ist etwas. Okay, dein Punkt. 30-0. Was? Nein. Woher kommt der erste Punkt? Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh. Ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay. Das doch auch, oder? Was war das? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Also ich schon. Heroisch, ich schaue nach? Natürlich, klar. Wir sollten nachsehen, ne? Würde ich sagen. Ich gehe nicht alleine dahin. Meinst du, wir sollten nachsehen? Wieso? Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht? Oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung. Aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Okay. Ein weiterer Status-Update. Wir gucken uns das Update an. Was hat sich verändert? Okay, die Hilfsbereitschaft geht ganz massiv in den Keller. Aber sie ist witziger geworden. Ihre Tapferkeit ist ein bisschen verändert. Ja,
Hilfsbereitschaft geht natürlich immer in den Keller, wenn man Angst hat, ne? Ganz klar. Oh, weia. Müssen wir... Puh! Oh. Oh. Wer ist das? Scheiße, bin ich erschrocken, ey. Na, klasse. Oh, komm schon! Wieso ist sie abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt! Hey! Was? Hey! Was zum Teufel? Du! Ich hab dich erwischt! Oh, blöder Penner, ey! Was? Schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich würde mal sagen 15-15. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Joke-Meister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Er hat's wirklich gefunden. Bitte nicht. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel, okay? Viel Auf jeden Fall. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Ja, das ist er wirklich. Aber ziemlich cooler Scherz, muss man schon sagen. Okay. Es geht Hallo, weiter mit Emily und Matt. Ich muss die Tasche holen. Kommst du mit? Ja. Ja, ich komme. Ach ja, genau. Auf dem Weg zur Brücke, um die wohl vermeintlich liegen gelassene Tasche zu suchen. Hier liegt ein Totem. Oh, mach keinen Scheiß. Komm, bitte, lass es irgendein gutes Totem sein. Gelb. Oh. Oh. Da ist wohl jemanden, ein Teil seines Fingers wohl, über zwei Finger abgegangen. Eine Bärenfalle, vermute ich mal. So, es werden also ein Teil der Gliedmaßen geschnitzelt, ja? Dementsprechend gibt es auch wieder ein weiteres kleines Filmschnipsel. Dann gucken wir uns das mal an. Etwas später sind die Bergleute. Bis ein Einsturz sie ein... Okay. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Aßen Menschenfleisch. Alles klar. Also was wir bislang sehen können, ist auf jeden Fall, was mit den Bergleuten zu tun hat. Der Stollen ist wohl verschüttet. Zumindest mutmaßlich einfach mal. Woraufhin sie angefangen haben, sie selber aufzufressen. Ziemlich üble Scheiße. Alles klar. Bitte sehr, Madame. Oh, danke, Sir. Aber die nächsten Filmschnipsel werden mit Sicherheit kommen, solange ich hier ausreichend Totems finde. Alles klar, was hat denn Emily? Komm, erzähl. Hey, Em? Ja? Abtun. Fangen wir von vorne an. Bleib doch mal cool. Kritisieren? Nee, komm. Wir tun das einfach mal ab. Ich finde, wir sollten das Wochenende neu anfangen. Gleich jetzt. Rein Tisch. So? Kein Streit, kein Mike, keine Jess. Nur du und ich zusammen allein in der schönen Natur. Oh, du meinst au naturel. Genau das. Da habe ich nichts dagegen. Okay, so. Status-Update gab es auch wieder. Wie hat sich die Beziehung zwischen den beiden verändert? So, es ist nach wie vor okay. Emily hat wieder ein bisschen an Sympathie gewonnen. Aber er bleibt nach wie vor hinter seiner Ehrlichkeit. Okay. Aber Hilfsbereitschaft ist sehr groß. Na dann, immerhin das. Aber ganz ehrlich, er ist momentan deutlich verrückter nach Jess als nach Emily.
Naja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Zunächst wollen wir erstmal die Tasche suchen. Ich bin gespannt, ob wir die finden. Boah! Fies! Okay. Na schön. Wir haben Strom. Ist ja grundsätzlich was Gutes, ne? Und da vorne ist schon die Brücke. Ich sehe sie, alles klar. Es ist doch nicht so weit, wie ich befürchtet habe. Wir haben auch gerade keinen Fluss um uns rum. Also sollte auch die Gefahr vor Grizzlybären relativ gering sein. Hey, Dummkopf, komm hier lang. Warum denn? Willst du, irgendwo mit mir allein sein? Dann komm doch her und find's raus. Okay. Das klang jetzt nicht sonderlich nach einer Einladung, aber wir werden es herausfinden. Emily, was hast du vor? Ja? Danke für die Hilfe mit meiner Tasche. Ich weiß, ich kann manchmal anstrengend sein. Ach kaum, nee, kannst du so nicht sagen. Ja, klar. Kein Problem. Du klingst aber nicht sehr überzeugend. Schon gut. Ehrlich. Oh, Schätzchen, du schmollst ja total. Stimmt nicht. So ein bisschen schon, natürlich. Stimmt nicht. Warte ab, bis wir in der Lodge sind. Dann zeige ich dir, wie viel du mir bedeutest. Okay. Das nehme ich als Versprechen. Oh, Scheiße, wir werden schon wieder beobachtet. Na, klasse. Wir sind nicht allein. Ob das dieser Victor Hilgrim ist, ich weiß es nicht. Schön hier. Wow. Ja. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann. Ah, ich hab nicht nur Muskeln. Ich hab im Kopf auch was drin. Na, du hast genug im Kopf, um mich zu mögen. Zeig mir die Muckis. Hast du es schon mal draußen gemacht? Was heißt draußen? Nicht im Auto. Ich mag dein Auto. Geräumig. Hättest du hier Platz genug? Hier so bei minus 20 Grad, naja. Aha, er bietet mir also den Tisch an. Die Bank. Weißt du was? Bestimmt finden wir einen besseren Platz. Was ist Bankdrücken nicht so dein Ding? Es gibt jede Menge Stellen hier draußen. Ich hab uns doch hier schon was freigeräumt. Wie ein Gentleman. Komm schon, sehen wir uns um. Ja, richtig Gentleman-like. Seine Freundin auf die mit Sicherheit unglaublich kalte Tischplatte zu setzen. Absolut gentlemanlike. Okay. So, hier ist ein kleiner Flusslauf. Oh, oh. Ich habe immer noch das Plakat mit den Tieren, die hier in der Umgebung um Blackwood Pies leben. Im Kopf. Grizzlybären wären gar nicht gut jetzt. Was ist denn eigentlich so Wichtiges in der Tasche? Nur meine Höschen. Die aus Spitze. Aha. Ja, wer braucht Unterwäsche? Sehr gut, komm. Wir bleiben mal dabei. Die brauchen wir nicht. Willst du mich nicht mal darin bewundern? Ich reiße sie dir sowieso runter. Vielleicht will ich sie aber vorführen. Bringt mich in die richtige Stimmung. Los, holen wir sie. Okay, abgemacht. Ich bin mal gespannt, ob dieser Angreifer, dieser Victor Hilgrim, wenn das denn ist, der uns permanent hier in Ruhe lässt oder ob da einfach noch mehr passieren wird. So, wo lang denn? Wir können hier unten lang, wir können hier hoch. Komm, wir gehen mal hoch. Da steht ein Totem. Das ist ein sexy Kussmund auf dem Ding. Steck doch mal die Hand rein. Marterfall. Ey, das würde ich... Jetzt ganz langsam reinstecken. Ah! Oh, Scheiße. Oh. Emily retten, natürlich. Emily! Emily! Reingelegt, Domi. Das war so klar. Bist du albern? Ach, jetzt komm. Was war das? Oh, Kacke. Weiß nicht.
Stimmt nur ein Tier, oder? Das ist gar nicht cool. Oh oh. Das ist überhaupt nicht cool, das stimmt. Was für eigenartige Geräusche. Komm, wir gucken uns mal den Beziehungsstatus an. So, die Hilfsbereitschaft ist fast auf Maximum. Höher geht schon gar nicht mehr. Und der Beziehungsstatus zu Emily... Naja, er normalisiert sich langsam. Er holt wieder auf. Okay. Aufgabe ist klar. Steige den Berg hinab, um Emilys Tasche zu finden. Ich hatte gerade schon ganz böse in Erinnerung, dass wir diesen Totem gefunden haben. Bei dem ja irgendjemand... aufgrund der Bärenfalle zwei Finger verliert. Okay, wir müssen runterspringen, ja? Bitte sehr, Madame. Danke. Wow, sehr beeindruckend. Ja, absolut. Richtig kräftiges Kerlchen. Unser guter Matt. Okay. Ich frage mich, ob wir noch herausfinden, von wem die Schreie gerade gekommen sind. Oh, was ist das denn Übles? Hey. Welcome back. Na klasse. Was soll das? Ein Schweinekopf, eklig. Der war vorher noch nicht da. Das glaube ich allerdings auch. Eine Nachricht? Das muss man gar nicht abzupfen. Das ist ziemlich eindeutig. Das war bestimmt Chris. Oder Josh. Die... wollen uns bloß veralbern. Irgendwie uncool, Jungs. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Hau! Matt! Was zur Hölle ist hier los? Ach du Heiliger. Was zur Hölle war das? Weißt du, irgendwie ist mir meine Unterwäsche gerade scheißegal. Ich will das nur glaube ich wohl. Okay. Gut, gut. Wir sind zurück beim Psychiater. Dr. A.J. Hill. Was? Habe ich richtig gesehen, dass wir angenagelt sind am Tisch? Ach du Scheiße. Widmen wir uns deinen Gefühlen gegenüber Menschen mit Angst vorm Versagen. Ja. Sich sorgen, was andere über sie denken. Okay, Herr Doktor. Hast du auch diese Furcht? Okay, ich dachte schon, wir wären angenagelt. Nee, sind wir gar nicht. Das ist irgendwie ein Marder oder irgendwas, keine Ahnung. Oder ein Frettchen oder ein Eichhörnchen. Versagensängste, haben wir auch diese Furcht? Wir sagen einfach mal, die hat jeder Mensch, mehr oder weniger. Ist das wahr? Aber es zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Ja. Ich sage nicht, dass ich es habe. Ich sage nur, dass es eigentlich jeder Mensch hin und wieder schon mal hat. So eine Versagensangst. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Okay, schieß los. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Alles klar. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Loyalität. Definitiv. Du würdest also lügen, um loyal gegenüber einem Freund zu sein. Okay. Was ist mit Loyalität oder Nächstenliebe? Ja, gute Frage. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Ich würde mich für die Nächstenliebe entscheiden. Kommt ganz auf die Situation natürlich an. Solch ein großzügiger Charakter. Ja, unglaublich, wa? Wie schön. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Okay, Doc. Ich weiß noch nicht, was es alles mit dir auf sich haben soll, aber ich bin gerne bereit. Für die nächste Sitzung.